Hallo Leute und willkommen zurück auf The Mousecraft bei einem weiteren Video. Heute wollte ich euch was Kleines vorstellen, was ich in den letzten Tagen gebaut habe. Es ist klein, kompakt, schön, aber auch geil und was viele Leute sicher verwenden können. Ihr kennt sicher, wenn ihr durch die Wüste gereist seid in Minecraft, so diesen komischen Brunnen. Der hat eigentlich keinen Sinn und Zweck, ist einfach da, wurde mal in einer Minecraft-Version reingemacht, aber hat so keinen Sinn und Zweck. Man hat hier ein bisschen Wasser. Kann da nichts anfangen. Was ärgerlich ist, dass hier sich ein Skelett reinsetzt nachts und das dann hier tagelang sitzt und man kommt kaum dran, dass hier überall gedeckt ist und an flachen Stellen kann sich super angreifen. Und es ist einfach ein ganz normaler Wasserbrunnen. Das kennt man. Und niemand würde denken, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem Multiplayer-Server seid, da läuft jemand rum, sieht einen Brunnen, oh, ein Brunnen, was für eine Scheiße und läuft weiter und achtet gar nicht drauf. Aber ihr wisst ganz genau, denn ihr nehmt euch ein Item, zum Beispiel das hier. Egal welches, ihr könnt auch Sand nehmen und wir nehmen mal zum Beispiel Kaktus sofort mal, weil es hier rumliegt. Und egal. Wir gehen hier mal rein und wir haben hier ein paar Blöcke und wenn wir es genau wissen, nur wir wissen das, dass genau in die Richtung, wo der Sandblock ist, wenn wir dann das Item droppen, dass dann ein Loch unter uns aufgeht und wir in eine kleine Base reinkommen. Wir haben einen Hopper, können das Item rausholen, geht zu und das Wasser geht raus. Das ganze Ding habe ich selbst gebaut und die Technik hier ist basierend auf dem Tutorial, den ihr gemacht habt. Ihr könnt gerne jetzt mal aufs i klicken, dann seht ihr das Tutorial, wo ich erklärt habe, wo man sowas ähnliches bauen könnt. Wenn ihr wollt, dass ich ein Tutorial mache, wie man das Modell hier ganz genau baut, gerne mal reinschreiben. Und ja, schaut mal auf einem anderen Video vorbei. Hier haben wir einen schönen Verzauberungstisch mit viel Platz. Hier kann man schön verzaubern, hat genug Power für alle guten Verzauberungen. Hat hier einen kleinen Brauchstand, ja, kann ein bisschen, war auch schon voll. Kohle, Kohle hier, ein paar Öfen, Crafting Tables, die genug Platz haben, also man kann hier ganz bequem dran. Ein Ammo-Stand, wo man, ja, egal, die Sachen hinlagern kann. Viele schöne Kisten, auch Ender-Chests, schöne Dinger. Anvils, die sehen auch irgendwie ganz schön aus, passen hier, so wie eine Säule. Ein schönes Bett, natürlich ein Gemälde, wenn Platz frei ist. Und ein kleines Ding kann man immer so ganz gerne dran bauen, und zwar, man geht hier hin, wir gucken, ich drehe mich so mal um und ich gehe, ja, ich mag einen Blockquest. Ich gehe da rein und schon bin ich ausgerüstet. Voll. Mit allem, was ich brauche. Und mehr brauche ich auch nicht. Ich habe hier eine Base und zum Rauskommen ganz einfach gehen wir mal hier hin. Nehmen einen Block, den wir gerade schon drin hatten. Können wir auch drin lassen eigentlich. Können wir hochschwimmen. Dauert ein bisschen. Aber dafür, dass es versteckt ist, sieht das keiner. Eigentlich. Technik hier zeige ich euch jetzt. Und man kommt jetzt raus. Nimmt, kann man dann hier an den Rand gehen. Nimmt sich aus dem Hopper das Item. Und geht sofort zu. Und ja, und keiner merkt das. Ihr könnt hier so viel rumlaufen. Und hier gibt es in der Wüste, habe ich schon 3, 4 gesehen. Das hier hat mir gefallen, habe ich ein bisschen umgebaut. Wie die Base. Und die kann man natürlich frei erweitern, so wie man will. Egal in welche Richtung, egal wohin. Denn wir haben die ganze Wüste Platz. Und sehr viel Platz. Wir können auch bauen nach unten, nach oben. Und alles ist hier wundervoll dekoriert. Bei mir. Und man hat auch ein schönes orangenes Bett. Auch schön beleuchtet mit Redstone-Lampen. Und mit Redstone natürlich. Was wir natürlich noch haben, ist das Ding. Das könnte ein bisschen Technik, aber so alt kompliziert ist das nicht. In das Hopper-Minecart, wenn wir das Item reinwerfen, nimmt sich das Item. Und kommt in den Hopper rein. Der Hopper gibt ein Signal ab. Einige werden sagen, ja, es könnte auch sein, dass man aus dem Hopper-Minecart direkt das Signal auszappen würde. Theoretisch würde das gehen. Das Problem ist hier, dann würde diese Powered-Schiene auch den Pisten hier, also der Pisten, der gleich hochgeht, also falls ich mal das Item schnell da mal raushole, würde der Pisten dann immer ausbleiben, da ja genug, da ja hier Platz ist, da würde ja der über den Block drunter den Pisten powern und das würde so nicht funktionieren. Wenn das Item drin ist, geht die Fackel aus, das Signal geht hier aus und macht den Kolben hier, den runter und sobald der unten ist, wird der einfach zurückgezogen und genauso umgekehrt, wenn das Signal angeht, geht natürlich als erstes der hier an, aber da hier kein Block ist, passiert nichts und danach geht der an. Ich kann das ja mal direkt mal kurz zeigen. Ich mache den hier mal weg, den Redstone. Und wir sehen, der ist zurückgefahren. Wir machen das so, da können wir es am besten sehen. Und sobald wir jetzt den Block wieder hinsetzen, wird der ausgefahren und der geht nach oben. Und somit haben wir einen schönen Eingang, den keiner gesehen hat, geheim. Und wir haben hier auf dem, was einige Leute für einige Leute Mist ist, ein Klo, eine ganz geile kleine Baseborn, die für unterwegs ziemlich praktisch ist. Und die man auf viele Zwecke auch sehr, sicherlich sehr, sehr, sehr gut verwenden kann. Und das wäre es mit einem kleinen Video gewesen. Wenn ihr wollt, zum Tutorial dazu, also zum Geheimangang. Der Rest ist, ja, euch überlassen. Ihr habt ja Kreativität, so viel ihr wollt. Ihr könnt daraus auch ein kleines Klo bauen, ja. Aber ich wollte euch sagen, dass diese Dinger nicht völlig sinnlos sind.
Und das wär's gewesen mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Keine weiteren Videos, kleine Vorstellungen von den Dingern, die ich gebaut habe. Und wenn ihr ein Tutorial wollt, unten in die Kommentare anschreiben, habe ich ja schon gesagt. Und natürlich das Video auschecken, was ich gerade euch vorgestellt habe. Und das wär's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao, Leute.